Dieser Eindruck täuscht nicht. Hier gab's was gratis. Den so begehrten Jahreskalender von Aktfotograf Manfred Baumann. Die jährliche Erstpräsentation wollten seine prominenten Fans auch heuer nicht missen. Und wie die Nissen im Kalender haben sich alle schön gemacht, wollten sich von ihrer schönsten Seite zeigen. Bin ich da auch schön? Apropos schön, wie lange brauchst du, um dich schön zu machen? Ja, Dominik, ich sag dir was. Als ich ein junges Mädchen war, hat es ungefähr 10 Minuten gedauert. Jetzt dauert es mindestens eine Stunde, dass ich so schön bin, wie ich jetzt bin. Ich weiß, ich sehe aus wie 24. Es stimmt auch. Und doch blieb so viel Schönheit und Jugendlichkeit vom Starfotograf bislang unbemerkt. Es sind so viele junge Mädchen im Baumanns Kalender. Warum du nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist mein Busen nicht mehr schön genug, dass ich den herzeigen kann. Ja, der Busen ist Manfred Baumanns Fetisch. Und Jahr für Jahr teilt er auch den seiner Frau mit der Öffentlichkeit. Immer für den Monat August zieht Gattin Nelly blank. Sie macht auch bekleidet gute Figur. Definitiv. Sehr gute Figur. Ist jetzt süß. Aber gibt wahrscheinlich optisch nicht so viel her für deinen Kalender. Bekleidung? Naja, oh ja, doch, wir haben schon manchmal so ein bisschen versteckten Akt, finde ich schon ganz gut. Wenn sie Buchblätter, gibt es auch ein paar coole Outfits. Und das ist es, was er unter coole Outfits versteht. Besonders originell das Cover seines Buches. Eine Muschel. Hast du Muschel gesagt oder Muschi? Nein, ich habe Muschel gesagt. Das ist ja nicht Pornografie, sondern das ist Ästhetik. Und so in diesem Licht werden auch die Frauen von Manfred fotografiert. Also es ist was ganz Besonderes. Vor allem auch Natürlichkeit, wie man sieht auch am Cover, die Blume. Und sie schaut generell auch sehr, sehr natürlich aus. Und ich freue mich immer, diese Fotos zu sehen. Sie selbst machte als Covergirl auch schon Freude. Im Kalender 2022 posierte sie oben ohne. Einmalig. Ich würde mich auch nicht für Playboy ausziehen, nur für einen Manfred. Er genießt das Vertrauen der Frauen, irgendwann vielleicht auch jenes von Germany's Next Topmodel-Siegerin Luan. Ihre Vorgängerin traute sich jetzt. Doris kennt man so gar nicht. Doris kennt man? Kennt man heißt sie. So wie die Damen in diesem Kalender hast du dich nie fotografieren lassen, obwohl Nein. du sicher Angebote bekommen hast. Ja, habe ich, aber das ist etwas, was ich ausgelassen habe. Keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach zu brüde. Sie nicht. Tara Tabitha, die nichts zu verstecken hat und gerne zeigt, was sie hat und was sie kann, war schon überall, aber nie vor seiner Kamera. Also ich meine, ich weiß nicht, was los ist, aber der Manfred hat mich noch nie um ein Shooting gefragt. Ich verstehe das nicht. Ja, da kommt ihm das Kotzen. Ihr 30. Geburtstag, den Tara erst Anfang März fröhlich wie ein Teenager ausgelassen im Kreise ihrer Freundinnen feierte. Also ihr Alter kann nicht der Grund sein. Baumann hat doch erst im Frühjahr das doppelt so alte immer noch Model Evelyn Rillet nackt inszeniert. Ich meine, 13 Jahre bin ich jetzt in Österreich unterwegs und er shootet seit 25 Jahren. Also ich weiß nicht, es kam noch nie eine Anfrage von ihm. Geh mal hin und fragen ihn. Ja, fragen wir. Und so kommt es zur ersten Begegnung der drei. Wir stellen vor, Manfred, Malo, Tara. Ja, wer ist denn die Sarah? Wo haben wir die Sarah denn kennengelernt? Ja. Tara! Die hat sich noch nie gemeldet. Weißt du, wer sie ist? Nein. Tara Tabitha ist ein Star. Ja, sehr cool. Na, dann werden wir anfangen. Sarah, wir fotografieren jetzt den DAC-Kalender. Tara. Das schneidest schön rein, ja. Ja, ja. Das schneidest schön rein, dass er mich da 5-mal Sarah nennt. Er freut sich, so hast du das vorgestellt. Ja. Freuen nicht, wundern, dass man Tara nicht kennt. Was war da, die Regenbogenmaschine, oder? Unvergessen. Da drüben. Die haben sogar eine Regenbogenmaschine. Okay. Gefallen mir, sowas will ich auch haben. Eine Bewässerung im Garten und da hat man halt den Regenbogen gesehen und die hat gesagt, wow, war schau, eine Regenbogenmaschine. Das kriegt man irgendwie mit, da kommt man nicht aus. Das ist Kult wie Muttertag. Und jetzt so, kriegt Dominik Heinz so eine auf die Pfeife. So, jetzt geht's aber ganz schnell woanders hin filmen. Ja, zurück zu Tara und Manfred. Die haben sich mittlerweile miteinander vertraut gemacht. Und wenn noch nicht Tara auf seinem Foto,
dann immerhin mit ihm auf einen.